kannst du den schon mal starten und ich tipi da mit der Munition dahin. Das ist ein Plan. Start. Ja. Gestartet. Oh, ich komm doch nicht. Tschö. Habe ich schon mal gemacht. Dann nicht hier. Läuft auch gerade keiner, vielleicht kommt ja noch jemand vorbei. Kannst du mal in den World Chat schreiben? PW starting in 3 oder sowas. Dann komm mal mit, müssen jetzt da hochlatschen oder kannst du auch mit dem Auto fahren? Lol. Ich habe mich neben ins Auto gesetzt. Ich bin verpackt. Ich sitze neben dem Auto. Oh. Hier sitzt du drin. Jetzt fahren wir mal hier hoch. Gucken wir mal um. Links so ein bisschen. Noch ein bisschen links hoch. Hier, wo die Mauern enden. Genau, da ist so ein komischer Blob. Das heißt, hier spawnt er. Du kannst jetzt ein paar Mauern davor bauen. Dann kriegst du Defense-Punkte. So neben die hier einfach, wenn du so irgendwie Zaun, der nur Holz kostet am besten. Ein bisschen um dieses Loch rum. Ja, ich glaube, das ist der Sch- Oder kannst auch die anderen hier kopieren, die hier stehen. Sind die ja. Einfach hier so ein bisschen zack, 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 zack. Die macht er dann halt kaputt. Machst du das? Ja. Ja, ah, okay. Ist irgendwie der Server braucht immer 5 Stunden, bis das dann. Muss ich den einmal einkesseln? Nö, einfach so hintereinander, dass er davon aufgehalten wird. In meine Richtung, sag ich mal. Hier, der will halt zu dem Ding da unten, ne? Ruhig so ein bisschen Abstand. Nochmal eine Reihe dahinter. Ist egal. Dann kommen wir hier hin. Kannst gleich noch mehr bauen. Und dann bauen wir. Hier wäre, glaube ich, ganz gut. Hier baust du mal so 4 Fundamente hin. Okay. Dann stelle ich dir jetzt hier eine Gatling Gun drauf. Und die macht das Schild ab von dem weg, oder was? Da kannst du dich jetzt dran setzen. Kannst du dich jetzt dran setzen? Boah, Alter. Let's go! Fehlt hier natürlich noch Munition, oder hast du die? Nee. Hab ich hier hingelegt. Genau, und mit der schießt er den dann ab. Alright. Die ist sehr teuer. Es geht, aber es ist schon teuer. Okay, das sind also diese Primärkriege. Genau. Und das hier, da sind das Spawn halt wie so in den Bossen. Eigentlich spawnen hier die Bosse auch nochmal, nur krasser mit diesem Schild. Also der Schattenhund, dieser gefräßige irgendwas. Die Spinne, hab schon nicht gesehen. Die haben halt auch so Funktionen dann. Der hier schießt halt so, wenn er fast tot ist, noch 1-2 Balken Leben hat, wird er wieder immun und schießt so eine Rakete in den Himmel. Und dann muss man halt die Rakete abschießen, bevor die runterkommt. Das macht dir sehr viel Damage. Ja, er spawnt jetzt geht's los. Ich schieße ihm direkt ins Gesicht, mir egal.
Das ist der Plan. Irgendwie fliegen diese Kugeln sehr langsam, wirst du dann gleich auch merken. Wir sind zu zweit, nein, wir sind noch ein dritter da. Vielleicht schaffen wir es. Ich glaube, es geht, das ist ja der einfachste. Der zwei da. Ja, Junge. Steht die Dings im Weg hier, die Verteidigung. Wenn die Rüstung weg ist, ich sehe den gerade nicht. Versuch weiter auf den zu schießen. Ja. Genau. Und sobald die jetzt weg ist, mit normalen Waffen dann aufgreifen. Jetzt. Sehr gut. Schön oben in den Kopf rein. Der Weak Spot. Ja. Mit deiner Schrapnellgun, Junge. Jetzt musst du halt wieder. Ich weiß nicht, ob ich so viel Munition dabei habe. Meistens schafft man das eigentlich in einem, wenn man genug Damage da hat. Boah, krass, okay. Ja, jetzt musst du halt wieder mit der. Das ist ja krass. Wenn der halt bis zur Gatling Gun kommt, macht er die einfach kaputt. Nicht genug Munition. Ich hab da 30 Schuss oder so hingelegt. Ja. Okay, ja dann. Ich hab glaube ich noch 10 dabei. Ich schieß grad. Ich schieß mal den Ketten ab, der da vorsteht. Ich baue mal neue Rüstung danach. Bitte Verteidigung bauen. Für nochmal habe ich keine. Ein bisschen noch, ich glaube bis zum nächsten. Ja, ah, nee, bis zum letzten, scheiße. Das sieht schlecht aus. Ich kann noch nicht heimtippen. 6 Schuss habe ich noch. Oh Gott, einer ging vorbei. Ich muss Verteidigung hier vor die Gatling Gun bauen. Leer. Du musst in die Base und Munition holen. Weil ich, oder? Ich guck mal, ob ich die TP'en kann, aber ich habe ja eben. Nee. Kannst du in die Base TP'en von mir und da Munition holen? Gott, wo ist deine Base? An dem See. Im Grün. Rauszoomst, siehst du die auch. Wo ist die? Wo ist die? Da, wo deine Base auch war. Rauszoomen, ja. Im Grünen! Ja, ich bin doch drin, Junge! Ja, seh nur hier, wie du die ganze Zeit irgendwo in der Wüste suchst. Wo ist die Muni? Links, von der, wenn du auf die Tür guckst, linke Seite in der zweiten Kiste oder so. Nee, da nicht. In der. Auf die Tür. Gucken. Links von der Tür. Ja. Chill.
so, sieht aus wie eine Spritze. Kennst du ja. Also bei mir rennst du immer noch an den komplett falschen Kisten. Die Tür? Was denn für eine Tür, Junge? Junge, guck dich erstmal um und such eine Tür, bevor du alle Kisten aufmachst. Oh Gott, ist das schlimm, so verzögert. Ach, hier. Okay. Da ist ein Loch in der Wand. Ja, 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 chill. Okay, okay. Links von der Tür sind Kisten. Neben dem Spiegel da. Die dritte Kiste links von der Tür oder so. Oder da, ja. Bring einfach mal 30 Schuss mit. Details. Ja, das ist halt sehr schwer, ne? Ich hab mal ein paar eingeladen. Schnell. Yeah. Der macht halt das Ding jetzt schon kaputt. Nein, okay. Bist du irgendwo? Ich bin unten. Und hier hinten eine Gatling Gat hin? Ja, ja, wir sind ja alle. Ich bin hier gestorben. Nein, Junge. Warte, ich komme, ich komme. Ich bin schon wieder gestorben. Was machst du denn? Ja, ich bin hier in irgendeinem Sekret. Ja, fahr doch nicht mit dem Auto. Wir sind hier unten, Junge. Wo willst du denn hin? Ich konnte nicht dahin, Junge. Du fährst mit dem Auto nach oben. Du musst einfach nur hier hin. Heb mich auf. Es ist vorbei. Naja, vielleicht nicht. Ich konnte halt nicht zurück. Du bist irgendwie mit dem Auto hoch. Wo ist die Gatling Gun? Ja, müssen wir hier hinten machen, auf dem Podest. Muss halt mal einer hier die Viecher stören, was machen die anderen Leute hier? Ja, hier drauf steht, hier steht die. Fällt im Baum vor dem Typen. Zum Glück ist der irgendwie verbuggt. Jawohl, gib ihm. Hat er dich vergiftet? Ich vergifte den gleich, Junge. Sehr gut. Wieso ist er immun? Ja, weil der jetzt diese Rakete abschießt. Es hat nur so ein ganz bisschen gefehlt, glaube ich, an Damage. Auf die Rakete zielen. Boah, ich weiß nicht, ob wir die auf Daumen kriegen. Wo ist die? Ja, die kommt, der schießt jetzt hoch. Kommt jetzt so eine riesige Rakete aus dem Himmel. Oh Gott. Voll reinballern. Und weggehen von der. Wenn die das Ding trifft, ist das kaputt. Aber oh, wir haben es geschafft. Prozent. Wir haben es geschafft. Kann der Vieh da drüber noch töten? Hat er es gerade kaputt gemacht? In der letzten Sekunde. Ne, wir haben es geschafft, okay. Victory! 800 Punkte? Ich hab 2400, Junge. Jawohl. Ich hab 3500. Aber mehr als 800 hast du halt die dickste Kiste und da ist, glaube ich. Okay, 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 verstehe. Okay, okay, okay. Sternenchrom. Genau, und für jedes, was du das erste Mal machst, kriegst du auch noch Sternenchrom, ja. Die haben dann auch so einen Haken, wie die ganzen Gebiete, die man abfarmen kann.
Oh, nochmal 2000 Sterne Chrom. Für Season.